Gil oder kleine Potions. Und die bringt es nicht immer. Vor allem, wenn ihr die einsetzen wollt, braucht es ein bisschen. Und bis dahin könnt ihr schon sterben, wenn ihr gegen mächtigere Gegner kämpft. Genau. Deswegen braucht ihr Heiler auch. Ja, also ich persönlich finde, das erste Mal habe ich den Fehler gemacht. Da habe ich nur auf Brecher gesetzt und Verheerer. Aber ich bin dann beim zweiten Durchlauf, habe ich dann gemerkt, noch nicht mal beim zweiten Durchlauf, sogar in Mitte vom Spiel, habe ich gemerkt, dass ich mich mehr auf Brecher... Ganz kurz. 5 Stars! Jetzt! Dass ich mich mehr auf Brecher... Verheerer und Heilen konzentriere. Das sind so meine 3 Grundstrukturen, auf die ich mich am Anfang immer konzentriere. Also ich gucke immer, dass die ganz oben sind. Danach gucke ich immer, dass der Augmentor weitestgehend oben ist, so mittelmäßig, und dann bringe ich den Manipulator auf den gleichen Stand wie den Augmentor. Das bringt die meisten sehr schnell schon durch, so bis zur Mitte des Spiels, ohne Probleme, wo man dann aber auch sofort anfangen muss, auf Heiler zu setzen, konzentriert auf Heiler zu setzen und auf, ich würde mal sagen, wie heißt es, auf Verheerer und dann den Brecher noch dazu. Und die Augmentor und Manipulator kann man dann so einsetzen, wie man dann selbst dazu Bock hat, weil das ist dann auch wirklich was, wo man das selbst einschätzen muss, okay, wo bin ich jetzt, wie benutze ich jetzt meine Skills, wie gehe ich vor. Und ich muss sagen, ich habe jetzt eigentlich noch nie wirklich den Verteidiger benutzt. Ich hatte noch nie wirklich einen Grund dazu. Denn wie gesagt, wenn man die anderen so ein bisschen, also so richtig upgradet, braucht man den eigentlich gar nicht. Das ist jetzt Ich kann dir sagen, wozu der Verteidiger gut ist. Und das braucht man vor allem bei, sage ich jetzt mal, Gegnern, die dich sehr schnell ausschalten können. Ja. Vor allem brauchst du das, wenn deine Teammitglieder unausgeglichen gelevelt sind. Ja. Das kann eigentlich nicht passieren, denn selbst die du nicht in deinem Team hast, werden gelevelt. Genau. Aber wenn du das nicht ausgewogen hast, sage ich mal, ist der Verteidiger dafür da, nicht nur um sich selbst zu verteidigen, sondern er provoziert den Gegner auch so, dass er den Angriff auf sich lenkt. Ja. Dann kannst du den anderen als Heiler einsetzen, der dann nicht verletzt wird, die ganze Zeit heilt, also du verreckst praktisch gar nicht, wenn du gut genug in Heil-Mode bist. Und mit dem dritten kannst du ihn angreifen. Das heißt, du schützt deine Leute, provozierst den Angriff auf einen, der ruhig die Schläge kassieren kann und greifst gleichzeitig an. Ja, ich meinte das jetzt nur für den Anfang, so bis Mitte braucht man den nicht, weil die... Zuerst die Maschine, die alles bekommst. Ja, red ruhig weiter, ich habe nur für mich geredet. Achso, okay, Entschuldigung. Weil, also ich hatte keine Schwierigkeiten bei meinen Durchgängen, das zu machen. Natürlich Richtung Ende, wenn man dann größere, also dann auf, wie heißt Pulse hier? Pulse, das wurde nicht übersetzt, das ist so. Dann gewesen. Auf Grand Pulse sind natürlich stärkere Gegner als in der Geschichte selbst. Und wenn man die ganzen Trophäen freischalten will, wie ich das noch vorhabe, dann braucht man auf jeden Fall alles hundertprozentig hochgelevelt. Also alles. Und dann geht es nicht mehr darum, welche Technik man benutzt, sondern es ist wirklich nur noch, du gehst da rein und du musst sozusagen blitzschnell dich anpassen, zu was der Gegner macht. Denn wortwörtlich, du hast keine Ahnung, was als nächstes kam. Ich kann sagen, es gab einen Gegner, der mich wirklich baff gemacht hat mit 2 Kicks und ich war weg. Also da war ich auch überhaupt nicht vorbereitet drauf und das hat mich echt down gemacht. So als ich habe so gedacht, boah, jetzt bin ich voll der Fette, ich hab's durch, Mann, und mein Kristallium voll ab und jetzt kann mich nichts mehr zerbersten. Nee, und genau dann wurde mir sozusagen ein Schlag ins Gesicht verpasst. Weil du musst dann auch gucken, dass deine Waffen die bestmöglichen Waffen sind im Spiel. Und ich habe die selbst noch nicht mal gefunden nach dem siebten Durchgang. Also es ist wirklich noch eine Herausforderung da, sogar nachdem man das Spiel durchgespielt hat. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Okay,
Ich glaube, wir sind gleich an der Cutscene-Stelle, deswegen will ich jetzt nicht wirklich noch viel sagen, bis die Cutscene zu Ende ist, aber ich pushe hier nochmal ganz kurz, weil wer weiß, vielleicht bringt's was. Ich glaube zwar nicht, aber gut. Wie viel hast du bekommen von den letzten zwei Gegnern? Ich habe jetzt insgesamt, da steht es doch 15.000. Ja, ich kann das nicht so gut lesen. Das ist ja. Also wenn ich so weit... Angriff plus, ja, Angriff plus 4 ist... Ja. Ist in Ordnung, habe ich nichts dagegen. So, Mike, ich will jetzt wissen, warum es dich stört, wenn die Fang stärker ist als die Lightning. Weil ich der absolute Final Fantasy 13, wenn es um Final Fantasy 13 geht, Lightning-Fanboy bin. Und ich hasse alles, das besser dargestellt wird als Lightning, ganz einfach. Und in welchen Cutscenes findest du persönlich, wird Fang besser dargestellt als Lightning? Nicht in den Cutscenes, ich meine das jetzt hier vom Status her, ja, okay. Vom Status her. Weil, punktemäßig, sag ich nein, grafisch hat Fang sowieso nichts gegen Lightning auszusetzen. Ja. Aber wenn es jetzt hier um Angriff geht, ja, hat Lightning nur 960 und Lightning ist für mich der Ultimate Breaker. Der Ultimate Breaker. Aber dabei, obwohl Fang neu ist, hat sie 1010 Angriff. Ja. Und das sind 50 mehr und genau das stört mich. Ja. Das sind nämlich, wenn er 50, das heißt, ich muss 13 mal Angriff plus 4 für Lightning bekommen und für Fang nichts machen, damit Lightning Fang im Angriff überholt. Und das ist krass. Ja, also wenn ich mal rein von der Geschichte herleite und was jetzt schon alles passiert ist. Ich meine, wir haben ja schon von Fang erfahren und von Vanille, dass sie ja von einer anderen Zeit kommen. Also von, ich weiß jetzt nicht wie lange her, das weiß ich nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall, waren die ja damals richtig krass am Jagen und auch gewöhnt an diese großen Viecher in Pumps und so. Und ich meine, Lightning war ja nur bei der, ich weiß nicht, wie die heißt. Ja, diese Patrouille, aber sie hat ja gekündigt, damit sie ihre Schwester rettet. Genau, ja. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall. Rampos? Nein, ich meinte die Patrouille, wie die Patrouille heißt. Also, wo sie war. What the f- oh shit. Ja. Wollte das jetzt nur so scary shit sein oder hatte das eine Bedeutung? Okay, das willst du nicht sagen, gut. Ich glaube, jetzt kommt eh eine Cutscene. What the hell is that? No way through. Man, that foul sea must have been slacking. Wait! Stop already! Ugh, it's the vile peaks all over again. Hey, hey! Hope! Get out of there! Is she trying to stop it? You can do it! What are they doing? Ooh, well that was cool. Go robot guys. Good lesson for us. Not even a mighty foul sea is a match for the power of teamwork. That is inspiration right there. Save the sermons, old man. Let's hop on Trailblazer here while we still have the chance. Okay, wir sind wieder back und jetzt geht's nach unten und was passiert jetzt? Also jetzt habt ihr eine Transportmöglichkeit, wie ihr seht. Das will ich sehen. Lightning, helft mir mal. Dankeschön. Ja, was denn sonst? So, jetzt werdet ihr, soweit, vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber soweit ich mich erinnern kann, werdet ihr jetzt an eine andere Stelle transportiert oder wieder am Anfang? Nach Grand Prix. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nein. Ja, okay. Es gibt einen Teil und ich glaube, das ist dieser Teil, den ich komplett gehasst habe. Ja, das ist dieser Teil. Ich habe den gehasst wegen den Kreaturen. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Okay.
Wir speichern erstmal. Neue Spieldaten, yep. Ich hatte schon die 100, ich musste die alten alle löschen. Ja, das hast du mir letztes Mal auch. Okay, soll ich jetzt anfangen von wegen Final Fantasy X? Ja, warte erstmal. Kommt jetzt was. Also ich würde erstmal laufen, guck dir erstmal die warte mal, was ist das? Was ankommt hier. Ah, wieder so ein Ding. Aha, das musst du aber erst freischalten. Weil, kommt man eigentlich nochmal an diese Stelle, wo Alexander freigeschaltet wurde? Erklär mir mal die Scenery. Das ist das, wo dieses riesengroße grüne Feld da ist, mit diesen ganz vielen verschiedenen Monster, wo diese Mammuts rumlaufen. Ja, ja, da kommt man nochmal hin, da brauchst du keine Sorgen. Weil ich hab mir irgendwie gedacht, da ist nicht irgendwie alles hundertprozentig und so. Ja, nee, da kannst du noch rausforschen. Okay, das sieht krass aus. Ja, das ist... Deswegen liebe ich Final Fantasy. Du musst jetzt aufpassen. Das ist die Stelle, die ich gehasst habe. Jetzt kommt. Okay. Hört auf, Crip. Jetzt wird's. Alter, das sieht doch hammer. Und pass auf, wo du hintrittst. Sobald. Ja, ich sehe das, dass man hier auch überspringen kann. Nein, ich meine, pass auf. Sobald. Talking to Sarah. Just telling her that we're all gonna be okay. It's so pretty. Sarah? You'd been crying, hadn't you? Back when we first met? This place was beautiful, and my focus was to destroy it. I decided to do nothing and wait to become a sea. But because I did nothing, others got dragged into this nightmare, and I was the one to blame. How's the scrape? Huh? Fine. Much better, thanks to you. Oh, sure you don't mind. I mean, I'm not keeping you from anything, am I? Not at all. Don't worry. I could sit here for hours. Hey, Sarah. Do you think we'll meet again? We might. Sure. See, the thing is, I was chasing after someone. And there's something I really need to apologize for. But I just can't ever find the words. Gee, that's gotta be tough, huh? Yes. I even have nightmares about it. Well, if it's too much to deal with, face it later. Really? Sometimes things seem easier when you look at them from a distance, you know? But does that really work? Question. I'll let you know. Actually, I've been trying to keep something at a distance myself lately. Like what? Don't laugh, okay? It's a dream I had. A bad one. I dreamt I destroyed the world. It was terrifying. I needed some time alone. It had me so scared. I tried to run away. But then, my boyfriend, he came chasing after me. That's when I understood.
Running away and leaving behind the people you care about? That isn't love. Though you might just want to keep them safe, shutting them out of your life only hurts them more. The point is, I have people I can count on. I'll make it through. I think you'll be fine. And you will be too. You'll find the words. I'm sure of it.